Grüezi und herzlich willkommen zum Cash-Börsentag vom 18. Januar. Mein heutiger Gast ist der Erik Steinhauser. Er ist Anlagechef bei Rahm & Bodmer. Herr Steinhauser, die Aktien haben sich 2012 schon von guter Seite gezeigt, sind auch 2013 fulminant ins Jahr gestartet. Wie geht es weiter? Ja, wir sind tatsächlich sehr stark ins neue Jahr reingestartet. Wir haben in der ganzen Weltbörse sind etwa 3% gestiegen, die Schweizer Börse hervorragend mit über 6,5%. Gründe, die wir ein bisschen dahinter sehen, ist einerseits, dass die Massnahmen der Zentralbanken, die letztes Jahr, Mitte letztes Jahr und letztes Quartal letztes Jahr eingeführt worden sind, weiterhin zu einer Liquiditätsversorgung von der Märkte führt. Auch die Statements, dass man eigentlich mit unlimitierten Mitteln eine Eskalation in der Schuldenkrise verhindern will, hat zu einer Reduktion der Risiken in Europa geführt. Das ist sicher einer der Hauptgründe, wieso die Börse sich weiter vorgesetzt hat und eigentlich nahtlos als 2012 angesetzt hat. Vielleicht ein zweiter Grund, der nach wie vor auch gilt, ist, wenn Sie die Rendite anschauen auf den Obligationen, sagen das Unternehmensobligationen oder Staatsanleihen, da sind die Renditen historisch gesehen sehr, sehr tief. Wogegen man auf den Aktien mit den Dividendenrenditen eben immer noch sehr attraktive, zum Teil über dem 10-jährigen Durchschnitt, Renditen kann einfahren kann. Und das ist auch der Grund, wieso wir davon ausgehen, dass durchaus auch im laufenden Jahr die Börsen können weiter oder gewisses Kurspotenzial noch aufweisen. Einerseits, wie die Liquidität noch vorhanden ist, andererseits, wie es zum Teil fast ein Anlagenotstand ist, wo wollen sie noch eine gewisse Rendite bekommen. Und der dritte Teil, wie tatsächlich die Risiken, kurzfristige Risiken, sich eliminiert haben. Aber, und das vielleicht ein bisschen die Vorsichtigkeit, wir haben jetzt 6,5% im SMI seit Anfangsjahr in den ersten 14 Tagen. Das ist eigentlich fast die Performance, die sie von einem Jahr bekommen. Und da glauben wir schon, dass ein gewisses Potenzial von Korrekturen rum ist. Auch immer wieder muss man berücksichtigen, dass wenn Themen wie Schuldenkrisen in den Medien präsenter werden, dass da die Volatilität an den Aktienmärkten steigt. Also vielleicht nicht gerade jetzt wieder einsteigen, wenn man noch nicht dabei ist, aber nach gewissen Korrekturen, glauben wir, wäre es sicher sinnvoll, Engagement zu überprüfen. Einer der Sektoren, der extrem performt hat, ist der Bankensektor. Mhm. Viele Analysten haben das auch für 2013 auf dem Radar. Wie sehen Sie das? Ja, es ist natürlich schon so, dass vor allem wenn wir die Schweizer Banken anschauen, den UBS und CS, die haben einiges gemacht. Man hat die Bilanzen sehr stark reduziert, dadurch auch die Eigenkapitalbasis verstärkt. Also das ist sicher positiv. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, wieso die Aktien sehr gut performt haben und auch das Jahr sehr gut gestartet haben. Im Weiteren wahrscheinlich auch ein bisschen, dass die neuen Bankenregulierungen jetzt per 1.1.2013 eingeführt worden sind, wo auch nochmal die ganzen Liquiditäts- und Eigenkapitalvorschriften stärken. Und das, gerade wenn man international schaut, was stärker oder höhere Regulierungen hat, als eigentlich Konkurrenz. Und das wirkt beruhigend und das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass die beiden Titel sehr stark performt haben. Wir sind aber nach wie vor ein bisschen zurückhaltend. Und zwar ist die Frage natürlich, kommen die Margen, die die Banken hatten, kommen die zurück? Was heisst das schlussendlich auf das Geschäftsergebnis? Da sind wir ein bisschen vorsichtiger, was die Aussichten anbelangt. Und der zweite Punkt auch, die Regulierungen sind zwar gut, tun die Geschäfte sichern, die beiden Unternehmen und Banken sichern darstellen, aber das heisst nicht unbedingt für die Aktien. Grundsätzlich ist das positiv für Obligationen, die sind sicher durch das. Das muss aber nicht unbedingt positiv sein für Aktionäre, weil natürlich das Geschäft teurer wird. Man muss mehr Kapital hinterlegen und die Margen dadurch nochmal könnten reduziert werden. Sie haben gerade das Geschäftsergebnis angetönt, ein gutes Stichwort. Wir sind gerade in der Mitte der Earnings Season. Mhm. Unter anderem kommt Novartis und Roche nächste Woche mit den Zahlen raus. Erwartet Sie das Donnerwetter? Nein, ich glaube Donnerwetter nicht. Es ist vieles bekannt. Also es ist klar, dass 2012 ein Art Jahr der Patentabläufe war. Gerade was Novartis anbelangt, die haben natürlich im 2012 einige Patente auslaufen gehabt. Das wird sich auch negativ auf Umsatz und Gewinn auswirken. Aber das ist bekannt, das ist eskontiert, das ist im März eingepreist. Da sollte man eigentlich keine grossen Überraschungen erwarten. Auch für Roche, die stehen zwar ein bisschen besser da, was Patentabläufe anbelangt, da findet erst 2015 statt. Also ich glaube nicht, dass man ein grosses Donnerwetter muss erwarten. Viel wichtiger bei der Pharmaindustrie ist der Outlook. Man weiss, dass durch die Patente und natürlich durch die Umsatzentwicklung nicht mehr die Steigerungen möglich sind, die man in den vergangenen Jahren gehabt. Und wenn Sie 10% Return bekommen in diesen beiden Titeln oder in der Pharmaindustrie allgemein, sind wir nur 3-4% Umsatzwachstum werden heute nächsten Jahr, das sind so die Erwartungen von Analysten, dann müssen Sie doch auf der Kostensenkung deutliche Fortschritte machen. Und ich glaube, das ist ein bisschen das, was allenfalls gewisse Kursbewegungen auslösen könnte. Was ist
jüngsten Ausblick von diesen beiden Firmen in Bezug auf Kostensenkungspotenzial oder Fortschritt in diesem Bereich und allenfalls eben auch einen Ausblick, was die Umsatzsteigerung anbelangt. Aber grundsätzlich glaube ich, dass man nicht etwas Grosses Negatives muss erwarten. Es sind Value-Titel. Viele Investoren, die eher Value-Gedanken haben, sind aber halt bereits investiert drin. Und von dort glauben wir aber auch nicht, dass das Potenzial für eine grosse Kurssteigerung vorhanden ist. Also wir gehen nicht mehr davon aus, dass die gleiche Ausweitung, Preisausweitung, wie wir sie 2012 hatten, 2013 nochmal stattfinden wird. Vielleicht mehr Rendite-Geilheit, wenn ich das so sagen darf. Beherbergen Titel wie Swatch oder Richemont. Swatch hat gerade gute Zahlen gebracht, auch überzeugt. Richemont folgt kommende Woche. Wie sehen Sie das Potenzial? Ja, beide Titel sind natürlich hervorragend positioniert. Und die Luxusbranche mit den Gütern, die sie vertreten, gerade was in Asien, in China, aber auch in den USA, da sind sie hervorragend positioniert. Ich glaube, bei beiden Titeln, Swatch wie auch Richemont, kann man davon ausgehen, dass da weitere Wachstumspotenzial vorhanden ist. Sicher eine Perspektive bei der Swatch, wenn man die Übernahme von Harry Vinson anschaut, da gibt es neue Perspektiven, was zu zusätzlichen oder eben nachhaltigem Wachstum kann führen. Bei beiden Firmen muss man aber sagen, die sind sehr technisch sehr stark überkauft. Ein Swatch, wenn ich einen Namen anschaue, den wir als günstiger anschauen als die Inhaber, der ist auf dem All-Time-High. Man hat bei beiden Firmen, Richemont und Swatch, hat man ein Kurs, der zum Teil bis über 30% von der 200-Tages-Linie Durchschnittskurse sich bewegt. Und die Vergangenheit hat immer wieder gezeigt, dass eigentlich die Firmen und die Kurse sich immer wieder auf 200-Tages-Linie zurückbewegen. Also von dort her sehr gute Firmen. Nicht billig bewertet, aber auch nicht teuer bewertet, also im fairen Rahmen rein. Gute Aussichten, aber vielleicht warten, bis eine gewisse Korrektur stattgefunden hat. Wir sehen wieder Einstiegspotenzial, wenn ich einen Swatch-Namen anschaue, bei etwa 85 bis 85 Franken. Wenn man trotzdem den Inhaber kaufen will, würden wir auch warten, bis 450, 460 Franken Korrektur. Und was der Richemont anbelangt, auch da, auch der Titel ist überkauft. Da glauben wir, dass sich ein Einstieg wieder lohnt, wenn sich der Titel auf 65 bis 70 Franken korrigieren würde. Wir haben jetzt die ganze Zeit ein bisschen über mehr oder weniger bekannte Titel oder Firmen gesprochen. Gibt es vielleicht so einen Nebenwert oder sonst irgendwie einen attraktiven Valor, wo Sie sagen, hey, unabhängig jetzt von der Risikobereitschaft des Anlegers, das würde sich noch lohnen? Ja, Nebenwert ist noch schwierig. Es gibt sicher sehr gute Nebenwerte, die sind natürlich aber in der Zwischenzeit auch attraktiv oder eben nicht mehr attraktiv bewertet. Eine Firma, die wir noch anschauen, die wir attraktiv finden, was die Bewertung anbelangt, ist zum Beispiel eine Lonza, ist eine Turnaround-Story. Ist nicht gerade in dem Bereich von Small Cap, aber auch nicht mehr im SMI drin. Die haben eine schwierige Zeit gehabt mit ein paar negativen Nachrichten. Man hat einen neuen CEO. Da ist sicher das Potenzial herum, dass man einerseits Kosten reduzieren kann. Da ist auch die Übernahme, die sie gemacht haben, haben sie Potenzial zum bis zu 80 Millionen das Jahr und dann in 2014 auch nochmal Kosten können senken. Das wäre sicher ein grosser Fortschritt. Und auf der anderen Seite sieht man, dass die Strategie, wo sie sich ausrichten, eine Konzentration vom Geschäft bedeutet. Also man konzentriert sich auf das, was eigentlich gut läuft und man gute Margen bekommt. Von dort her, Turnaround-Story, nicht teuer bewertet, mit einem 10,5 bewertet ins 13. Also eigentlich noch günstige Aktie im Vergleich, wie es sonst rum ist. Das ist für uns eine interessante Aktie. Die Märkte haben das bereits ein bisschen vorweggenommen, aber wenn Sie die langfristige Kursentwicklung anschauen, hat es noch das Potenzial in dem Titel. Ein zweiter, das ist aber eher ein Large-Cap-Titel, das ist der ABB. Das letzte Jahr eher ein bisschen zurückgeht, nicht zu den Top-Performen gehört, ist auch nicht teuer bewertet, attraktiv mit einem 13 PI. Gutes Umsatzwachstum finden wir einen attraktiven Titel, hat auch eine hohe Dividendenrendite. Also das könnte vielleicht auch mal eine Idee sein, das Jahr, unabhängig jetzt von einer zyklischen Entwicklung von der Konjunktur. Man hat lange von der Dividendenrendite gesprochen, jetzt in dem boomenden Aktienumfeld. Wie wichtig ist überhaupt die Dividende? Ja, ich glaube, Dividende macht schon noch viel aus. Wir haben eine Analyse gemacht, die aufzeigt, wenn Sie zwischen 1990 bis knapp 12 Jahre, also 2000 bis 2012 anschauen, dann haben Dividende etwa 30 bis zu 30-40%
vom Kapitalzuwachs beiträgt. Also sie können mit dividendenträchtigen Titeln tatsächlich eine deutlich höhere Performance erreichen als mit tieferen Dividenden. Und ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit ist das natürlich besonders attraktiv. Einerseits haben sie auf die Obligationen, wie ich es am Anfang bereits erwähnt habe, fast keine Rendite mehr. Wenn sie einen Eidgenoss anschauen, bis 5 Jahre ist im negativen Bereich. Auch ein 10-jähriger Eidgenoss, die rendiert mit 0,6%, also schon auf einem tiefen Niveau. Und da haben sie natürlich immer noch, auch in der Schweiz, sehr interessante Firmen, die 3,7-3,3% Dividendenrendite haben. Und gerade von Firmen, die, wenn sie die Bilanz analysieren und auch das Geschäft analysieren, eben ertragsstark sind, also ein gutes Geschäft haben, hohe Cashflow, also auch eine Sicherheit dann für sich, dass die Dividenden weiter ausgezahlt werden. Von dort glauben wir, dass der Run und vielleicht auch die Konzentration auf dividendenstarke Titel anhalten wird, auch wie wenn sie Bewertungen anschauen, eben basierend auf den Dividendenrenditen nach wie vor Potenzial aufweisen. Und gerade vielleicht, das diskutiert man oft, wenn man es, und das muss man aber in der Situation anschauen, wenn man sich als Obligationenersatz anschaut, dann sind es dann doch eher die grossen Firmen, wie das ein ABB, wie das ein Nestle, wie das ein Novartis ist, die attraktive Dividenden zahlen und trotzdem sehr über ein stabiles Geschäft verfügen. Recht herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, auch für den Besuch im Studio, Herr Steinhauser. Danke. Das war es vom Cash Börsen Talk. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.